Meinen Freunden und Waffe hat keine Wirkung. Warhabdik könnte helfen. Und Zeitstopp. Warum hat das Wort der Macht auf Eri gewirkt? Unfair. Und ich muss nochmal buffen. Ja? Die Dienerin der Natur ist bereit. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Ich helfe, wie immer ich kann. Ja? Dumm-di-dumm-di-dumm. Was kann ich tun? Folgt mir. Vita. Momus. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das ist wesentlich aufregender. Das wurde aufrechterhalten. Vita. Momus. Vita. Momus. Okay, okay. Bacchum. Bacchum. Schutz vor dem Bösen. Dann noch eine Verteidigung. Ne, das ist eine Dings gewesen. Das ist die Verteidigungskoordination. Ich bin bereit. Keldornen waren Blick. Ja. Keine große Fahrt nur. Ah, ich sollte quick safen jetzt. Nein, wie? Ja, nett. Und wie? Und das? Und gibt es? Ich, ich, ja, will ich eins. Dann, ich hätte... Klicken wir uns durch. Wir werden sehen. Im Vergleich zu meiner Macht seid ihr nichts mehr als eine Mücke. Braucht ihr etwas? So, dann versuchen wir es gleich mal mit Kampfmagie bannen. Während der Rest auf ihn losgeht. Wo ist Kampfmagie Bann? Ich find's lustig, wie er es immer auf Eri abgesehen hat. Weißt du was? Ich hab ja noch. Wo ist sie denn? Oh, der macht Betäubung, projiziertes Ebenbild. Zauber zurückwerfen und. Ich warte. Wobei halt. Nee, du hast keine Fähigkeiten, okay. Ja. Du Archon. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. So. Es wird nein. Ja, nett. Und das und gibt es. Ich ja, ich sehe ein. Dann bedauere ich hätte. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Im Vergleich zu meiner Macht seid ihr nichts mehr als eine Mücke. Was kann ich tun? Ihr habt es so gewonnen. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Okay, er wirkt Irrgarten jetzt. Vita Mortis Carrion.
Waffe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige ich Heilung. Ich werde euch erledigen, indem ich mich einfach vorstelle. Ihr müsst mir rasch helfen. Ja, so einfach ist es nicht. Ja? Zauber zurückwerfen. Ja. Todeszauber. Verspätzender Feuerball, das hilft mir alles gerade nix. Ja, bla bla bla. Dann ich hätte. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Im Vergleich zu meiner Macht seid ihr nichts mehr als eine Mücke. Fragt nur. Keine große Herausforderung. Kompletter Rückzug erstmal. Ich heiße. Können wir nämlich hier einen Quicksave machen. Ich helfe, wo immer ich kann. Okay, okay. Und ich kann ihn einfach mal mit Feuerbällen abwerfen. Ich warte nun gut. Und da kommt wieder der Irrgarten. Nicht der Irrgarten. Da zaubert er noch drei Zeitstopp. Ich freue mich, einen neuen Tag erleben zu dürfen. Hab allerdings das Gefühl, dass das Licht meinen Augen wehtut. Okay, wir ziehen uns zurück. Problem ist, es sieht so aus, als ob er mir folgen würde. Incactus Pulcher Imperium. Die Dienerin der Natur ist bereit. Du hast eine Instant-Heilung. Benutzt sie. Du benutzt den Trank. Keine große Herausforderung. Ja? Ja? Das Gute ist heute. Und da ist wieder der Zeitstopp dran. Irenikus benutzt Irrgarten auf Keldon. Irrgarten auf Tarisa. Geschützt durch absolute Immunität. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Was immer ihr wollt. Verzweifelt nicht. Ich werde euch. Nein, das ging wieder in die Hose. Große Herausforderung. Da geht der Zeitstopp los. Dem aber gerade nichts bringt, weil er außerhalb meiner Sichtweite ist. Edge Badge. Ich warte. Nun gut. Ihr habt mich
Das war auch der Sinn. Das ist nicht. Das ist nicht. Ich weiß, das ist nicht das, was ihr wolltet. Ich bin schon ohne meine Wunden schwach genug. Ich brauche Heilung. Könnte mir hier mal jemand zur Hand gehen? Das tut so weh. Renikus bricht zusammen, seine Worte ersterben auf seinen Lippen und eine eigentümliche Stille breitet sich aus. Ihr beginnt euch zu fragen, ob ihr tatsächlich endgültig gesiegt habt und ob nun wirklich alles vorbei ist. Dann ist es endgültig vorbei, nach all den schrecklichen Dingen, die er uns angetan hat, ist endlich alles vorbei, oder etwa nicht? Talisa, hier stimmt etwas nicht. Wenn das der Sieg ist, dann brennt eine Frage in eurem Hinterkopf. Was war es, dass er euch einst stahl? Welchen Teil eurer Seele? Ihr fühlt ein kleines Zerren in eurem Inneren, ein Ziehen, das aus der Erscheinung zu kommen scheint, die Renikus entstiegen ist. Kaum spürbar zunächst, doch bald wird es immer stärker. Innerhalb weniger Sekunden könnt ihr nicht mehr atmen und dann bittet die zieht es euch an die Stelle, wo Renikus fiel. Ihr seid noch immer mit eurer gestohlenen Seele verbunden, doch sie befindet sich nicht mehr unter den Lebenden. Im Tode freigelassen, kehrt eure Seele nicht mehr zu euch zurück. Sie verlässt die Welt der Sterblichen und ihr werdet von ihr mitgezogen. Yay, wir sind alle gestorben. Wo sind wir denn hier gelandet? Sieht wie die Hölle aus. Die Schmerzen lassen nach und ihr öffnet die Augen und seht entsetzliche Dinge weit jenseits eurer Vorstellungskraft. Ein Schlagschlag auf eure Sinne, eine Ansammlung albtraumhafter Sinneseindrücke. So viel ist sicher, muss die Hölle sein. Jo. Langsam dämmert euch, dass ihr doch nicht allein seid, dass andere im Kampf gegen Irenikus offenbar verwundet wurden, dass deren Seelen ein ähnliches Schicksal widerfahren ist wie der euren. Ihr bezweifelt, dass die anderen besonders erfreut sind über ihre Lage, wenn nicht einmal ihr wisst, warum ihr überhaupt hier seid. Ich fühle mich so eigenartig. Es hat sich angefühlt, als würde ich auseinanderfallen. Als würde mein Innerstes... Ich weiß auch nicht. Und dann war da dieses Ziehen, diese Kraft. Und ich wusste, dass ihr das wart. Ich musste mit euch kommen. Ich wusste es einfach. Danke, Imoen. Wir sind tot, nicht wahr? Wenn ich ein Kind des Baal bin, sollte ich dann nicht weg sein? So wie Sarevok. Irenikus hat gesagt, dass ich anders bin, aber ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass ich euch folgen werde, wohin es auch geht. Danke, Moin. Aber warum bin ich nicht Bodhi dahin gefolgt, wohin auch immer sie gegangen sein mag, als sie starb? Weil wir wohl nicht tot sind, sondern in der Hölle. Es sei denn, sie war ein Vampir ohne eigene Seele. Sie ist einfach gestorben und dann war nur noch meine Seele übrig? Oder vielleicht hatte es etwas mit eurem Tod am Baum des Lebens zu tun? Ich weiß es nicht. Oder Irenikus hat uns seine letzte Falle gestellt. Dieser Ort ist schrecklich. Ich hatte das Gefühl, als zerrte etwas an mir, als ich starb. Und ich weiß, dass ihr es wart. Ich musste zu euch kommen. Ihr braucht meine Hilfe. Danke, Erwi. Oh, welch glorreicher Tod im Kampf für Minsk und Bo. Wir waren schon auf dem Weg zu den weiten Ebenen und Hallen Raschemens, aber wir spürten, dass ihr uns braucht und deshalb kamen wir. Ja. Ist es noch nicht vorbei? Das ist der Tod und dennoch haben mich eure seltsamen Kräfte hierher mitgerissen. Nun gut, so sei es. Wir kämpfen gemeinsam bis zum bitteren Ende. Mhm. Dies ist wie ein Ort, an dem die Bösen nach ihrem Tode weilen. Ich bin eurem Ruf nur deshalb gefolgt, weil meine Verpflichtung mit dem Ende meines Lebens nicht aufhört. Lasst uns diese Sache hier zu Ende bringen, wenn möglich. Jo. Gut, wir haben hier die Abyss-Türe. Wenn wir hier in der Hölle sind, was macht dann hier die Abyss-Tür? Fünf Augen umgeben dieses höllische Tor. Es scheint so, als wären sie Teil des Gesteins. Die Augen verfolgen ihre Bewegung mit ihrem Blick und eine deutlich spürbare Aura des Bösen geht von ihnen aus.
Sie bewachen offensichtlich diese Tür. Wenn ihr hier passieren wollt, müsst ihr irgendwie irgendeine Möglichkeit finden, um ihre Wachsamkeit zu überwinden.